Sag mal, goldene Linie dazu auffallen. Aha. Ja, ja, in dem Fall Längengrad. Es ist der 8. Längengrad, der hier durch Bremerhaven verläuft. Und wenn man diesem Längengrad folgen würde auf unsere Erde, würde man wirklich durch das gesamte Klima der Erde, durch alle Klimazonen kommen. Also mit anderen Worten, Sie reisen gleich an diesem 8. Längengrad entlang, einmal durch das gesamte Klima der Erde und lernen die verschiedenen Klimazonen kennen. Aber nicht nur das, sondern die Idee ist auch ein bisschen dahinter, man lernt die Leute dort kennen, wie sie dort leben, wie ihre Kultur ist. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, was merken die Leute eigentlich an schon Veränderungen an Klima? Und das erfahren sie, während sie selber durch die Klimazone jetzt reisen und durch das Klima der Erde sich begeben. Durch die Filme kannst du auch die Menschen auf der Reise kennenlernen. Die Hörstationen sind zur Auswahl der Filme, wenn es mehrere gibt. Und für die Übersetzung. Ein Tipp. Konzentriere dich auf wenige Länder und versuche etwas über die Menschen dort zu erfahren. Und schließlich, bitte habe Respekt vor der Ausstellung und vor lebenden Tieren. Bitte gehe nun über die Bahngleise in die Schweiz. Vorsicht an den Türen. Die Türen schließen automatisch. Sasse ad Austria in colore e in su mare muravella.